Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Das Zukunftskonzept für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg ist ein großer Erfolg und ein wichtiges Signal an die Patienten, die Beschäftigten, ihre Familien und für die Gesundheitsregion Mittelhessen. Zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 67, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Zukunftskonzept, ist großer Erfolg und wichtiges Signal an die Patienten, die Beschäftigten, ihre Familien und für die Gesundheitsregion Mittelhessen. Drucksache 19/4959. Als Erstes hat sich Herr Bartelt für die CDU-Fraktion gemeldet. Herr Bartelt, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Unterzeichnung des Zukunftspapiers zur Weiterentwicklung der Universitätskliniken Gießen-Marburg ist ein Aufbruch für diese Kliniken. Die Vereinbarung zwischen dem Land Hessen, der Rhön-Klinikum AG, dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg und den beiden Universitäten sichert die nachhaltige Entwicklung der Häuser in der Patientenversorgung und in der Forschung und Lehre. Es ist ein großer Erfolg für unseren Wissenschaftsminister Rhein, allen Vertragspartnern, vor allem aber für die Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Häuser. Ein herausragender Bestandteil dieses Vertrages ist die Verpflichtung der UKGM, in den nächsten 5 Jahren auf jegliche betriebsbedingte Kündigung zu verzichten. Weiterhin werden alle Auszubildenden mit entsprechendem Leistungsprofil übernommen. Es wird klargestellt, dass keine Betriebsteile aus den UKGM ausgegliedert werden. Damit wird eine bislang schon gute Personalentwicklung, besonders in der Pflege, weiter verbessert und vor allen Dingen nachhaltig gesichert. Schon zwischen 2006 und 2016 stieg die Zahl der Pflegekräfte um 16,7%, bei einem Anstieg der Pflegetage um 5%. Sie bezweifeln, es geht eine Bezugstellung der Pflegekräfte zu den Pflegetagen. Und Sie können den Zahlen der UKGM schon vertrauen. Das ist jetzt keine CDU-Statistik. Die Presseerklärung Anfang dieses Jahres ist von dem Pressesprecher Steibli unterzeichnet, der über mehrere Jahre ja Pressesprecher der Sozialdemokraten hier im Hessischen Landtag gewesen war. In Zeiten des Mangels an Pflegekräften ist es eine kluge und zukunftsweisende Entscheidung, qualifiziertes Personal an die Häuser zu binden. Sie ist auch vorausschauend. Ab Januar 2019 werden Krankenhäuser Personaluntergrenzen in den pflegesensitiven Bereichen einhalten müssen. Die Bundesregierung wird den GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft beauftragen, entsprechende Zahlen festzulegen, die dann eingehalten werden müssen. Ein weiterer Kernpunkt der Vereinbarung ist die deutliche Erhöhung der Mittel für Forschung und Lehre. Die UKGM erhalten jährlich 15 Millionen € mehr. Es sind dann 73 Millionen € jährlich. Diese Vereinbarung gilt für mindestens 5 Jahre. So ist Hessen nunmehr Vorreiter für eine dritte Finanzierungssäule für die Hochschulen. Krankenhäuser erhalten Mittel für Investitionen von den Bundesländern und Mittel für die Patientenversorgung von den Krankenkassen. Universitätskliniken haben aber einen zusätzlichen Aufwand durch den Schweregrad der Krankheiten ihrer Patienten und natürlich durch die Aufgaben in Forschung und Lehre. Das UKGM wird in den nächsten 5 Jahren 100 Millionen € investieren. In Gießen wird die Kinderkardiologie ausgebaut und ein Erweiterungsbau wird errichtet. In Marburg erfolgt die Modernisierung der Psychiatrie, die Renovierung der Zentral-OPs mit den Intensivstationen auf den Lahnbergen. Es gibt einen Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Meine Damen und Herren, Anstoß der Privatisierung seinerzeit war der Investitionsstau und die Investitionszusage des Investors. Dieser Stau wurde ausgeglichen.
Nun sind jetzt aber neue Investitionsbedarfe entstanden und haben sich entwickelt. Und genau hier setzt das Zukunftspapier an, damit sich die Kliniken weiterentwickeln können und investiert wird. Die UKGM sind die drittgrößten Universitätskliniken in Deutschland. Die Zahl der jährlich stationär und ambulant versorgten Patienten ist von 2006 von 368.000 bis 2016 auf 499.000 gestiegen. Das ist ein Zeichen des Vertrauens der Patienten und der zuweisenden Ärzte in diese Häuser. Durch diese Vereinbarung können Patienten, Mitarbeiter, Geschäftsleitung und Politik optimistisch der Entwicklung entgegensehen. Abschließend: Der Vorsitzende des Rhön-Klinikums, Stefan Holzinger, erklärte, der 19. Mai 2017 ist ein sehr guter Tag, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Gießen-Marburg als auch für die fast 500.000 Patienten aus der Region Mittelhessens und darüber hinaus. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Bartelt. Vielen Dank. Danke schön, Herr Bartelt. Für die Linken hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um es ganz klar zu sagen, die Vereinbarung zwischen dem Rhön-Konzern und der Landesregierung, die Sie hier heute als Zukunftskonzept bejubeln, das ist kein Grund zum Feiern, weder für Sie und erst recht nicht für die Patienten und Beschäftigten, meine Damen und Herren. Noch im Dezember hat Wissenschaftsminister Boris Rhein die Forderungen des Rhön-Konzerns nach höheren Finanzzuweisungen durch das Land scharf zurückgewiesen. Der Minister erklärte, das Land Hessen würde Forschung und Lehre am Universitätsklinikum Gießen und Marburg auskömmlich finanzieren. Und was machen Sie heute? Heute stellen Sie Ihre Vereinbarung mit der Rhön AG als großen Erfolg dar. Ein großer Erfolg ist es tatsächlich, diese Vereinbarung für einen, nämlich für den Rhön-Konzern und seine Aktionäre. Die Landesregierung hat sich mal wieder von der börsennotierten Aktiengesellschaft am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Sie sind den Forderungen von Rhön nach einer Erhöhung von finanziellen Mitteln brav nachgekommen und erhöhen die Landeszahlungen jährlich um 15 Millionen €. Und natürlich begrüßen wir es als LINKE, wenn zusätzliche Mittel in Forschung und Lehre investiert werden. Aber wie garantieren Sie denn, dass die Mittel, die eigentlich für Forschung und Lehre gedacht sind, nicht für die Renditeerwartungen der Aktionäre zweckentfremdet werden? Warum sind Sie nicht bereit, dem privaten Betreiber 13 Millionen € Investitionskostenzuschuss zu geben, ohne den Einfluss des Landes zu erhöhen, auch über die Erhöhung der Anteile am UKGM? Und Sie müssen sich die Frage gefallen lassen, wieso bekommt das UKGM eine Erhöhung und etwa das Universitätsklinikum Frankfurt keine? Und die entscheidende Frage ist doch, was haben eigentlich die Kolleginnen und Kollegen am Klinikum, die tagtäglich unter schwierigen Bedingungen ihr Bestes geben, um eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten, von diesem konzernfreundlichen Deal? Es sind nämlich die Beschäftigten, meine Damen und Herren, und die Patienten, die unter den von Ihnen zu verantwortenden Zuständen leiden müssen und diese tagtäglich ausbaden. Und wenn sich die Landesregierung dafür beweihräuchert, dass in den nächsten 5 Jahren betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden und Auszubildende nach Leistung übernommen werden sollen, dann müssen Sie doch endlich zur Kenntnis nehmen, dass die Arbeitsbelastung für die Kolleginnen und Kollegen enorm gestiegen ist, meine Damen und Herren. Im letzten Jahr wurden im Klinikum 40% mehr Patienten behandelt als 2005. Der Personalaufbau lag in dieser Zeit lediglich bei 14,6%. Der Betriebsrat beklagt Jahr für Jahr hunderte Überlastungsanzeigen, allein im vergangenen Jahr 677, eine stetig wachsende Zahl von Überstunden. Was ist mit dem stillen Stellenabbau, der in vielen Bereichen passiert, der seit Jahren beklagt wird? Und die Gewerkschaft Verdi fordert einen Tarifvertrag, Gesundheitsschutz und Entlastung. Und was macht die Landesregierung? Sie schweigt mal wieder. Ohnehin
hin. Sie ignorieren die Interessen der Beschäftigten und der Region seit Jahren. Selbst 55.000 Unterschriften aus der Region gegen Stellenabbau, für mehr Personal, für gesetzliche Mindeststandards und für eine gute Gesundheitsversorgung haben Sie eiskalt gelassen. Es gab so viele kritische Stimmen in der Region, dass mir 5 Minuten an Zeit gar nicht ausreichen würden, sie alle aufzuzählen. Das müssen Sie sich anhören. Denn wenn diese Einigung zwischen Rhön-Konzern und Landesregierung erneut eines zeigt, meine Damen und Herren, die Privatisierung eines Universitätsklinikums war und ist und bleibt ein großer Augenblick, Fehler. Herr Schalauske, Augenblick, Herr Schalauske. Und dieser Herr Fehler gehört endlich korrigiert. Herr Schalauske, Augenblick bitte. Meine Damen und Herren, es mag schwer sein, dem Redner zuzuhören, aber ich bitte Sie, dies jetzt zu tun. Und bitte unterlassen Sie Bemerkungen zu meiner Sitzungsleitung. Herr Schalauske, Sie haben das Wort. Ich wiederhole meinen letzten Satz sehr, sehr gerne noch einmal. Die Privatisierung eines Universitätsklinikums war und ist und bleibt ein großer Fehler. Und dieser Fehler gehört endlich korrigiert, meine Damen und Herren. Und möglicherweise haben Sie auch bald dazu eine Gelegenheit. Wer nämlich die Entwicklung am Rhön-Konzern verfolgt, der kann Änderungen bei den Eigentümerstrukturen ausmachen. Sollte der Rhön-Konzern das UKGM verkaufen, dann hat das Land ein Rückkaufsrecht. Wir fordern die Landesregierung auf, bereiten Sie sich für den Fall der Fälle vor, nutzen Sie die Change-of-Control-Klausel und holen Sie uns endlich unser Klinikum zurück, meine Damen und Herren. Und wenn die Landesregierung die europaweit einzige Privatisierung eines Universitätsklinikums noch immer als Erfolgsgeschichte feiert, so wie Sie das hier tun, dann sei Ihnen gesagt, den einzigen Erfolg, den der Verkauf unserer mittelhessischen Universitätskliniken gebracht hat, dann das, dass aufgrund dieses abschreckenden Beispiels niemand, aber auch niemand in Deutschland mehr auf die aberwitzige Idee kommen würde, ein Universitätsklinikum zu verkaufen. Das, meine Damen und Herren, ist Ihr Erfolg. Leider ein verdammt bitterer. Unser Sie kommen bitte Respekt, zum Schluss, Herr Schalauske. Ich komme zum Schluss. Unser größter Respekt und unsere Anerkennung geht den Kolleginnen und Kollegen am UKGM, die tagtäglich trotz schwieriger Bedingungen großartige Arbeit leisten. Wir werden Ihre Aktivitäten für mehr Personal, für Entlastung weiterhin tatkräftig unterstützen. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Özgüven das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es verwundert mich, dass die CDU das Thema Uniklinikum Gießen-Marburg zu ihrer Aktuellen Stunde macht. Schließlich arbeitet Herr Minister Rhein bei jeder Gelegenheit heraus, dass das UKGM verkauft sei und die Landesregierung daher mit den dortigen Entwicklungen und Zuständen nichts mehr zu tun habe. Als derjenige Teil der Landesregierung, der die beiden Universitätskliniken fusioniert, privatisiert und verkauft hat, trifft die CDU zumindest eine moralische Garantenpflicht. Zudem ist das Land Anteilseigner mit 5%, sodass der fortwährende Versuch der Landesregierung, sich aus der Verantwortung zu ziehen, ein Affront gegenüber allen Beschäftigten, Patienten und Studierenden darstellt. Sie werden jetzt behaupten, Sie hätten sich ja gekümmert und diese von Ihnen als Zukunftskonzept gefeierte Vereinbarung abgeschlossen. Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Sie mussten sich doch kümmern und auf eine Einigung hinausarbeiten. Es blieb Ihnen doch nichts anderes übrig. Die Klinikbetreiberin hatte Ihnen das Messer an die Brust gesetzt, mit einer Millionenklage gedroht, in der Sie wirklich alt ausgesehen hätten. Aber was genau feiern Sie hier mit diesem Antrag eigentlich? Sie feiern, dass der Streit um die Trennungsrechnung beigelegt ist, was wir begrüßen. Sie feiern, dass Sie einen einmaligen Investitionszuschuss von 13 Millionen € zahlen und damit weitere Investitionen durch die Klinikbetreiberin in einem 100-Millionen-Umfang gesichert werden.
Allerdings hatte sich die Klinikbetreiberin doch bereits 2006 kaufvertraglich verpflichtet, unter anderem genau diese Investition innerhalb einer bestimmten Frist vorzunehmen, und zwar ohne Finanzzuschuss durch das Land. Die Fristen sind längst abgelaufen, und Sie feiern, dass die Klinikbetreiberin nach 11 Jahren nun zusichert, ihre vertraglichen Pflichten von vor 11 Jahren endlich umzusetzen. Ist das Ihr Ernst? Weiterhin feiern Sie Ihre Einigung darüber, dass in den nächsten 5 Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden. Wissen Sie denn nicht, dass die Klinikbetreiberin ohnehin nie betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen hat? Personalabbau realisiert sich am UKGM seit Jahren durch fehlende Nachbesetzung von Stellen bei natürlicher Fluktuation oder bei auslaufenden befristeten Verträgen. Personalabbau realisiert sich durch das Anbieten von Aufhebungsverträgen mit Abfindungen. Anstelle dieser völlig wirkungslosen Einigung sollten Sie sich notwendigerweise dafür einsetzen, dass Sollstellenpläne nach oben angepasst werden und Personalmindeststandards eingeführt werden. Und dies, um einen eklatanten ärztlichen und Pflegenotstand zu verhindern. Noch drastischer ist allerdings Folgendes. Erst vor 4 Jahren hatte die Landesregierung ausgehandelt, dass das Land 2 Sitze im Aufsichtsrat erhält. Ohne dass die damalige Einigung jemals umgesetzt wurde, verzichten Sie jetzt in der jetzigen Vereinbarung auf diese Aufsichtsratsposten und somit auf mehr Mitwirkungs- und Kontrollrechte für das Land. Frau Wolf und Herr May haben in ihren Jubelpressemitteilungen von vorletzter Woche zum jetzigen Zukunftskonzept die Information über den Verzicht auf die Aufsichtsratsposten einfach unterschlagen. Das, meine Damen und Herren, ist unredlich, unehrlich und täuscht hinsichtlich der wahren Gegebenheiten. Warum reden Sie denn nicht darüber, dass die Schere zwischen den Mitarbeiterzahlen und Gesamtpatientenzahlen immer weiter auseinanderklafft? Wieso berichten Sie nicht davon, dass die Überlastungsanzeigen am Gießener Standort von 2015 auf 2016 um über 90% zugenommen haben? Weshalb erwähnen Sie nicht die gesellschaftsrechtlichen Folgen, die die muntere Aufstockung von Aktionärsbeständen einflussreicher Gesellschafter auf jeweils über 25% auslösen? Können Sie bitte zum Schluss, Frau Özgüven? Ich komme zum Schluss. Die CDU ist seit 2006 damit beschäftigt, Privatisierung und Verkauf hochzuloben. Die Grünen haben sich das Prinzip „Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts“ zu eigen gemacht. Danke schön. Danke, Frau Özgüven. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Beer das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es mag sein, dass die hier jetzt diskutierte Vereinbarung ein Durchbruch ist. Es mag sein, dass eine ganze Reihe von Streitpunkten, dass eine ganze Reihe von fehlenden Investitionsmaßnahmen jetzt geklärt sind. Allein ich habe als Abgeordnete ein Problem. Trotz mehrfacher Nachfrage, auch im Ministerium, diese Vereinbarung ist uns nicht zugänglich. So, jetzt werden hier ja auch entsprechende haushaltsrelevante Punkte offensichtlich vereinbart, entnehme ich zumindest der Presseerklärung der Landesregierung, entnehme ich auch der Presseerklärung der Koalitionsfraktion. Jetzt ist mir nicht ganz klar, ob nur der Opposition diese Vereinbarung nicht zugänglich gemacht wird oder ob die Koalitionsfraktionen einfach abschreiben, was die Landesregierung in ihrer Presseerklärung hat. Ich glaube, Herr Kollege Schäfer-Gümbel,
dass das der Beratung durch den Haushaltsgesetzgeber nicht angemessen ist. Wir als FDP-Fraktion halten es für das Mindeste, dass Sie im zuständigen Ausschuss für Wissenschaft und Kunst gerne, Herr Minister, wenn das so sensibel ist, auch in einer nicht öffentlichen Sitzung diese Vereinbarung zur Beratung vorgelegt wird. Wie sollen wir denn darüber entscheiden? Und mit Verlaub, alle Kolleginnen und Kollegen, die hier gerade schon gesprochen haben, in allen Ehren, aber das ist doch reine Spekulation. Ich mache doch hier als Haushaltsgesetzgeber keine Politik, die Millionen in Bewegung setzt, ohne dass ich die Grundlage dafür selbst gesehen habe. Also insofern, es mag sein, dass das ein Durchbruch ist. Ich persönlich wünsche mir, dass wir viele der dort bestehenden Probleme damit endgültig geregelt hätten. Aber ich bitte die Landesregierung doch sehr eindringlich, auch die Möglichkeit der Beratung, ob es so ist, zügig herzustellen. Und mit Verlaub, Herr Minister, dabei meine ich gar nicht so vordringlich die Frage der betriebsbedingten Kündigung und der Übernahme von Auszubildenden. Weil ganz ehrlich, angesichts der derzeitigen Nachfragelage nach Fachkräften im Bereich Krankenhaus, sowohl auf der ärztlichen Seite als auch auf der Seite der Pflege, halte ich das für eine Selbstverständlichkeit für ein Krankenhaus, das auf höchstem Leistungsstandard arbeiten will. Die Frage ist, Personalschlüssel ist noch einmal eine andere Diskussion, aber es ist ja schwer genug. Wir suchen mittlerweile mit professionellen Headhuntern im Ausland händeringend gutes Personal. Also, ich glaube, das ist nicht wirklich der Punkt, den Sie hier heraushandeln konnten, aber es ist medial gut dargestellt. Nein, ich wünsche mir wirklich, dass wir bei dem sehr diffizilen Punkt der Trennungsrechnung, und wir haben ja im Ausschuss extra sogar noch eine Anhörung zu dieser Frage vereinbart, dass wir hier einen Schritt weiterkommen. Und wenn Herr Kollege Bartels hier dargestellt hat, dass es ja gerade bei diesen zusätzlichen 15 Millionen € darum geht, den ganz besonderen Auftrag eines Universitätsklinikums abzusichern, dann schließt sich für mich logischerweise die Frage an, was ist dann mit Frankfurt? Weil wir haben auch noch ein Universitätsklinikum in Frankfurt. Und das befindet sich im Hinblick auf die hier gerade von der Koalition dargestellte Trennungsrechnung in genau derselben Lage. Auch die Universitätsklinik in Frankfurt arbeitet als Krankenhaus der Maximalversorgung. Auch die Universitätsklinik in Frankfurt ist genau zwischen Patientenversorgung und Forschung und Lehre an derselben Problematik wie die, die wir hier für Mittelhessen diskutieren. Und deswegen darf ich fragen, heißt das dann für die Landesregierung, heißt das für die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen, dass wir einen ebenso großen Nachfinanzierungsbedarf für das Universitätsklinikum Frankfurt haben? Frau Kollegin Wolff, wir gehen ja jetzt hier bei Forschung und Lehre nicht über Bauinvestitionen. Ja, die Landesregierung, angefangen von Frau Ministerin Ruth Wagner, und ich freue mich für Herrn Minister Rhein, dass ich den Namen hier einbringen kann aufgrund Ihres Zwischenrufes, angefangen von Frau Ministerin Ruth Wagner, haben wir am Standort investiert in die Baumaßnahmen. Frau Beer, kommen Sie bitte zum Schluss. Wir haben gerade eben erst wieder Richtfest gefeiert mit Herrn Minister vor Ort für den neuen Kantinenkomplex. Aber wenn ich über Forschung und Lehre rede, Frau Kollegin Wolff, wissen Sie so gut wie ich, dass das ein anderer Punkt ist. Hier geht es um die Ausbildung unseres Nachwuchses. Hier geht es um neue, innovative Methoden. Und wenn das in Gießen nach den bisherigen Sätzen der Landesregierung nicht ausreichend finanziert ist, dann gilt das für Frankfurt allemal. Und dann müssen Sie an dieser Stelle Farbe bekennen. Danke, Frau Beer. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn May das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja schon erstaunlich, wie wenig über die eigentliche Sache heute in der Debatte geredet wurde und wie viele Nebenkriegsschauplätze hier aufgemacht wurden, um ja nicht über die Sache an sich reden zu müssen.
Und die Sache an sich ist, dass wir eine sehr gute Vereinbarung jetzt haben, dass wir eine Vereinbarung haben, die den Universitäten in Mittelhessen, die den Kliniken, die den Patienten in Mittelhessen, die auch den Beschäftigten in Mittelhessen dient. Und es ist, glaube ich, von daher schon so, dass man an dieser Stelle Minister Rhein dafür danken kann, dass er mit ausdauerndem Verhandlungsgeschick diese Vereinbarung möglich gemacht hat. Aber es ist natürlich auch schon so, wir haben jetzt ein Problem gelöst, das wir ohne die Privatisierung nicht gehabt hätten. Das ist so. Denn dass wir jetzt jahrelang mit der Rhön AG in Streit über die Trennungsrechnung lagen und nicht mit uns selber, so wie das in Frankfurt der Fall ist, deswegen hinkt der Vergleich auch, das haben wir natürlich nur wegen der Privatisierung. Und es ist natürlich auch so, dass diese Schwierigkeiten bei der Trennungsrechnung, dass das seinerzeit 2005 ist schon ein bisschen her, auch einer der Gründe war, wieso meine Fraktion gesagt hat, das mit der Privatisierung, das überzeugt uns nicht. Und von daher sehen wir uns dort in unseren Befürchtungen auch ein Stück weit bestätigt. Aber ich denke, dass man an dieser Stelle dann trotzdem, wenn man das so analysiert, trotzdem dann auch anerkennen muss, dass es diese schwarz-grüne Landesregierung war, die eben diese Lösung dieses Problems jetzt hinbekommen hat. Und von daher finde ich, muss man auch mal sagen, die Ausgangssituation war schwierig, aber wir, die Koalition von CDU und Grünen, wir haben sehr, sehr viel für die Kliniken, für den gesamten Gesundheitsstandort in Marburg und in Gießen erreicht. Und wenn dann heute vonseiten der Opposition das nicht anerkannt wird, wenn das dann sozusagen versucht wird, kleinzureden, dann frage ich doch einmal die Kollegen Özgewin und den Kollegen Schalauske, auch als regional zuständige Abgeordnete, was hätten Sie denn gemacht? Was hätten Sie denn gemacht an Realpolitik an dieser Stelle? Was hätten Sie im Jahr 2017 gemacht? Und diese Frage bleiben Sie immer wieder schuldig. Wir haben als Koalition von CDU und Grünen, wir haben zum Beginn der Wahlperiode haben wir das Thema der Partikeltherapie wieder aufgerufen. Wir haben in schwierigen Verhandlungen haben wir erreicht, dass die Partikeltherapie in Gang gesetzt werden. Schon damals hatten wir die gleiche Diskussion. Auch damals waren sich SPD und Linkspartei zu schade, Realpolitik zu machen zum Wohle der Region. Und es ist heute wieder so. Und auch heute ist es so, dass wir mit der Vereinbarung nun einen großen Erfolg erreicht haben, nämlich für die Universitäten, die jetzt nämlich Rechtssicherheit haben, dass wir für die Beschäftigten etwas erreicht haben, nämlich dass wir ein Ausgliederungsverbot erreicht haben, dass wir eine Übernahmegarantie für die Auszubildenden erreicht haben, dass wir ein umfassendes Kündigungsverbot erreicht haben. Und auch das wäre nicht erreicht worden, wenn wir nicht in den Kontakt, wenn wir nicht in Verhandlungen mit dem Rhön-Konzern getreten sind. Und das ist dann der Lohn für die Realpolitik, der Sie sich anscheinend verweigern wollen. Und auch, dass wir jetzt eine Vereinbarung hinsichtlich der Trennungsrechnung erreicht haben, wen entlastet das denn? Wen entlastet das denn? Die 15 Millionen €, auf die wir uns jetzt geeinigt haben, die werden nicht von den Universitäten getragen, sondern die sollen vom Land getragen werden. Auch das entlastet die Universitäten und die Medizin vor Ort. Und ich finde, das ist auch ein schöner Erfolg, den wir hier erreicht haben. Also, wie gesagt, die Grundsatzentscheidung vor 12 Jahren zur Privatisierung, die hat auch meine Fraktion seinerzeit so entschieden, wie sie entschieden worden ist. Aber ich glaube, dass die Entscheidung von vor 12 Jahren nicht in alle Ewigkeit dazu reichen kann, dass man sich nicht den aktuellen Problemen stellt. Und an dieser Stelle müssen SPD und Linkspartei schon beantworten, was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn? Wollen Sie, dass wir Nein sagen zum Investitionsprogramm? Nein zur Rechtssicherheit? Nein zur Rechtssicherheit für die Unis? Nein zu den Zugeständnissen für die Beschäftigten? Sollen wir das sagen, Ihrer Meinung nach? Ich halte das für ziemlich absurd und für ziemlich von gestern. Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr May. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident.
jetzt getroffene Vereinbarung ein großer Erfolg für die Universitäten, für die Beschäftigten, für die Patienten und für die gesamte Region entstanden ist. Vielen Dank. Danke schön, Herr May. Meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich auf der Besuchertribüne den Botschafter der Ukraine, seine Exzellenz Herr Dr. Andriy Meinik, sowie die Frau Generalkonsulin Alja Poljova. Herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Nun erteile ich Staatsminister Rhein das Wort. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Über das Universitätsklinikum Gießen-Marburg ist ja in der Vergangenheit viel geschrieben, aber ganz besonders viel geredet worden, bedauerlicherweise sehr oft im Zusammenhang mit Konflikten, die zuletzt auch sehr stark mit dem sehr sperrigen Thema Trennungsrechnung zu tun hatten. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen. Das war sowohl für das Klinikum als natürlich auch für die Universitäten, aber ganz besonders für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat sich das angefühlt wie ein Mühlstein um den Hals. Und die Botschaft lautet nun, es gibt rund 15 Millionen € pro Jahr mehr für die Finanzierung. Und jetzt betone ich, der vom Klinikbetreiber erbrachten Leistungen für Forschung und Lehre. Und, meine Damen und Herren, das sagt sehr deutlich aus, es geht nicht um mehr Geld für einen Konzern, sondern es geht um mehr Geld für Forschung und Lehre. Und deswegen läuft Ihre Argumentation ja schon an der Stelle vollständig ins Leere. Ich will die Vergangenheitsbewältigung, die Sie hier betrieben haben, gerne anderen überlassen. Denn dieser Landesregierung, Schwarz und Grün, ging es darum, ganz konkret ging es Ihnen um die Zukunft am und im UKGM. Und aus diesem Grunde haben wir ja auch ganz bewusst den Titel Zukunftspapier gewählt, weil wir mehr wollten, als nur die sehr bedeutende, aber sehr technische Frage der Trennungsrechnung zu klären. Wir wollten ein umfassendes Zukunftskonzept für die mittelhessische Universitätsmedizin entwickeln, und das ist uns gelungen. Unsere Ziele waren Zukunftsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit durch Arbeitsplatzsicherheit, Zukunftsfähigkeit durch Investitionsverpflichtungen, Zukunftsfähigkeit durch Kündigungsschutz, Zukunftsfähigkeit durch Perspektiven für Auszubildende. Und natürlich wollten wir auch erreichen, mit dem, was wir gemacht haben, Forschung und Lehre weiterhin zu ermöglichen, auf höchstem Niveau, aber natürlich auch allerbeste Patientenversorgung zu ermöglichen, wie sie am Universitätsklinikum in Gießen-Marburg stattfindet. Meine Damen und Herren, dafür ist dieses Zukunftspapier die Grundlage. Sie ist ein gutes Signal an die Patienten. Sie ist ein gutes Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, meine Damen und Herren, natürlich auch an die beiden traditionsreichen Universitäten in unserem Land. Und das ausgerechnet von der linken Seite auf diesem Hause so über das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternehmerrechte geredet wird. Ich muss schon sagen, das befremdet mich wirklich. Das befremdet mich wirklich. Und Herr Schalauske, dass Sie dann auch noch hier reden von Respekt. Wissen Sie was? Respekt erbietet man den Menschen nicht, dass man darüber redet, sondern dass man für sie handelt. Und genau das haben wir gemacht, für die Menschen gehandelt. Lassen Sie mich vielleicht einmal die wichtigsten Punkte schlagwortartig nennen. Im UKGM wird es bis 2021, und wenn keiner die Vereinbarung kündigt, auch darüber hinaus keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Es gibt bis 2021 und auch darüber hinaus, wenn das gewollt ist, eine Übernahmegarantie für Auszubildende. Es wird bis 2021 und, wenn es gewollt ist, über dies hinaus keine Ausgliederung von Betriebsteilen geben. Rhön hat sich zudem verpflichtet, die Gewinne von UKGM bei UKGM zu belassen. Wissen Sie, was das für ein großer Wert für dieses Klinikum ist, den wir da erreicht haben? Und meine Damen und Herren, ja, es wird ein umfassendes Investitionsprogramm geben. Das alleine sind fünf Punkte, die über das Tagesgeschäft, über das Klein-Klein, über das Sie heute hier geredet haben, weit, weit, weit hinausgehen. Das ist ein echter Mehrwert. Ein Mehrwert,
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und es ist ein Mehrwert für den gesamten Medizinstandort Mittelhessen, den wir damit in enormer Art und Weise gestärkt haben. Meine Damen und Herren, das ist ein Erfolg und das ist ein Durchbruch. Das können Sie nicht hinwegreden. Das zeigt ja auch, dass Sie einfach still waren, nachdem die Vereinbarung geschlossen worden ist. Ich habe immer geguckt, wann schreiben denn die LINKEN was, wann schreibt denn die SPD was. Nichts ist gekommen, Sie waren still, und das war auch besser so. Jetzt lassen Sie mich noch einmal auf das Thema, das Land verzichtet auf Einfluss bei Rhön eingehen. Das ist doch geradezu grotesk, was Sie den Menschen hier erzählen. Ja, wir verzichten auf Aufsichtsrat, wie Frau Özgüven so schön gesagt hat, Posten. Genau, wir verzichten auf Aufsichtsrat Posten. Aber in der Abwägung, was wir wollen, Mitarbeiterrechte oder Aufsichtsratsposten, wie Sie so schön sagen, weiß, schwarz, grün, was es will, nämlich wir wollen Mitarbeiterrechte stärken. Und das haben wir erreicht. Und noch eines, noch eins mal ganz nebenbei. Noch nie. Noch nie. Augenblick, Herr Minister. A, darf ich an die Redezeit erinnern, und B, bitte ich um etwas mehr Ruhe im Haus, damit wir dem Minister lauschen können. Nie haben wir im Übrigen so viel Einfluss auf UKGM und den Konzern ausgeübt, wie wir es mit dieser Vereinbarung tun. Lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen. Er betrifft die 13 Millionen, über die Sie geredet haben, so als wäre das im Grunde genommen frisches Geld. Schauen Sie doch in den Haushalt. Es ist nicht so. Es ist die Investitionshilfe, die längst im Haushalt vorgesehen ist. Sie ist jetzt schon abrufbar. Und das sage ich auch Frau Kollegin Beer im Hinblick auf die Frankfurter mal sehr deutlich. Schauen Sie auch da bitte mal in den Haushalt und schauen Sie mal, was da im Haushalt drinsteht. Im Haushalt steht nämlich eindeutig drin, es gibt einen Sanierungszuschuss an das Uniklinikum Frankfurt, und zwar in exakter Höhe von 15 Millionen Euro für die Orthopädische Universitätsklinik und für das Universitätsklinikum. Schauen Sie in den Haushalt. Zweitens, Frau Kollegin Wolff hat das sehr deutlich gemacht, UKF, also das Universitätsklinikum Frankfurt, erhält durch Heureka für das Universitätsklinikum bis 2016 746,7 Millionen €, und zwar für die Krankenversorgung und für Forschung und Lehre. Meine Damen und Herren, für Krankenversorgung am Standort UKGM hat es in dieser Zeit keine Mittel gegeben. Das ist genau der Unterschied, und das müssen Sie einmal der Wahrheit zuliebe vielleicht das ein oder andere Mal auch hinzufügen. Das Investitionsprogramm, über das wir gesprochen haben, und Herr Dr. Bartel hat es sehr deutlich gemacht, das ist ein Schub für das UKGM. Sie verpflichten sich zu Investitionen von 100 Millionen € bis 2021. Und jetzt kommt: Außerdem haben wir eben im Rahmen der Investitionsverpflichtungen durch auch die Umsetzung ganz konkreter Projekte genannt, die Herr Dr. Bartel aufgezählt hat, und zwar bis zum 31.12.2024. Meine Damen und Herren, machen wir einmal einen Strich drunter. Das Land hat mit Rhön und UKGM ein echtes Zukunftskonzept entwickelt. Noch nie hat das Land konkreter und dezidierter Einfluss auf die Entwicklung vor Ort genommen. Und das ist ein wichtiges Signal an die Patienten, das ist ein wichtiges Signal an die Beschäftigten und ihre Familien. Aber es ist vor allem ein ganz großer Schub für die Gesundheitsregion Mittelhessen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Minister Rhein. Wir debattieren munter weiter. Als Erstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Wissler, zu Wort gemeldet. Zweieinhalb Minuten, Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, als Allererstes, wenn Sie wollen, dass das Land über eine Vereinbarung diskutiert, dann legen Sie dem Landtag gefälligst diese Vereinbarung vor, wie sich das gehört für ein Parlament. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir auf die Informationen in Ihren Presseerklärungen angewiesen sind und die Vereinbarung im Original nicht einmal kennen. Zweitens. Wir sind dafür, dass das Land mehr Geld für Lehre und Forschung ausgibt. Ja. Die Frage ist, warum erhöhen Sie am Uniklinikum Gießen und Marburg die Mittel jährlich um 15 Millionen € und am Uniklinikum Frankfurt nicht? Die Frage haben Sie nicht beantwortet. Und da sage ich, seit Jahren haben wir die Debatte, ob am UKGM wissenschaftliches Personal pflegerische Tätigkeiten übernimmt, weil es einen Personalmangel gibt.
weil die Patientenzahlen um 40 % zugenommen haben in den letzten 10 Jahren, während das Personal um ein vielfach geringeres zugenommen hat. Seit Jahren haben wir die Debatte, ob wissenschaftliches Personal quasi zweckentfremdet wird für pflegerische Tätigkeiten. Auf einmal fängt Rhön an, die Debatte umzudrehen. Und im Dezember setzen Sie sich noch hin, haben Sie noch im Ausschuss erklärt und per Presseerklärung die Forderungen, die Rhön an das Land stellen würden, würden jeder Grundlage entbehren. Sie wären völlig überzogen. Ich habe Ihnen damals noch recht gegeben. Vielleicht hat Sie das nachhaltig verunsichert. Ich weiß es nicht. Aber ein halbes Jahr später ist der gleiche Minister, der die Forderungen als vollkommen überzogen und als jede Grundlage würden Sie entbehren, hingestellt haben. Ein halbes Jahr später erfüllen Sie die Forderungen der Rhön AG. Das kann doch nicht wahr sein, Herr Minister. Was Sie selber vor einem halben Jahr gesagt haben, dass das nicht mehr gilt. Genau die Debatte haben wir geführt. Und dann erklären Sie für angebliche Zusagen seitens der Rhön AG. Was sind denn das bitte für Zusagen? Rhön AG will auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, die nie geplant waren. Die waren einfach nicht geplant. Das hat Rhön überhaupt nichts gekostet, zu sagen, wir verzichten auf betriebsbedingte Kündigungen. Weil wenn Personalabbau erfolgt ist, dann ist es dadurch erfolgt, dass Stellen nicht wieder besetzt wurden. Es ist überhaupt kein Personalabbau, keine betriebsbedingten Kündigungen in der Form geplant gewesen. Von daher ist das absurd. Sie haben sich vollkommen über den Tisch ziehen lassen, und Sie haben einmal mehr die Forderungen der Rhön AG, denen sind Sie nachgenommen. Und was hätten wir gemacht? 2006 hätten wir das Klinikum nicht privatisiert. Das ist das Erste. Und 2017 hätten wir gesagt, Geld nur gegen Einfluss. 13 Millionen Investitionskostenzuschuss. Das große Versprechen der Privatisierung war, dass Rhön die Investitionen trägt. Ich komme zum Schluss. Das war das große Versprechen der Privatisierung. Und jetzt gibt es Investitionskostenzuschüsse vom Land. Kein Geld ohne Einfluss, kein Geld ohne Mitspracherechte. Und dass Sie sich hier hinstellen als angeblicher Anwalt der Beschäftigten, diese Landesregierung, die so viele Brandbriefe der Beschäftigten und der Betriebe ignoriert hat, das entbehrt wirklich jeder Grundlage. Das ist wirklich absurd, was Sie hier machen. Danke, Frau Wissler. Für die SPD-Fraktion hat sich der Vorsitzende, Herr Schäfer-Gümbel, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich habe hier mehrfach gesagt, dass ein Teil meiner grauen Haare etwas damit zu tun hat, dass ich seit vielen Jahren den Privatisierungsprozess am UKGM begleiten musste und versucht habe, an vielen Stellen gemeinsam mit anderen alles dafür zu tun, dass nach Entscheidungen, die nicht unsere waren, möglichst vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Wir haben ausdrücklich vor 4 Jahren hier im Haus begrüßt, dass der Ministerpräsident ein Memorandum of Understanding vorgestellt hat, das dem Grundsatz gefolgt ist, kein zusätzliches Geld ohne zusätzliche Transparenz. Das war der Grundsatz, den Sie eingeführt haben. Und jetzt feiern Sie sich für eine Vereinbarung, die genau das bricht. Ja, in diesem Limbo-Tanz-Wettbewerb, der hier gelegentlich stattfindet, wer definiert den Standard und kriegt anschließend unter dem Standard, den man verabredet und angekündigt hat, noch einmal eins unten drunter. Da hat der Minister heute wirklich einen draufgelegt. Weil Transparenz zusätzlich haben Sie nicht bekommen. Jetzt werden Sie uns wieder erklären, haben wir aber, wir haben eine tolle Vereinbarung. Wenn das so ist, dann hätte ich gern vom Minister heute gehört, dass wir diese Vereinbarung bekommen. Und zwar in der schriftlichen Fassung. Da hat die Kollegin Beer völlig recht. Im Moment können wir Presseerklärungen zur Kenntnis nehmen, aber wir wissen nicht, was Sie real dort verabredet haben. Und Herr Rhein, ich verstehe nicht, warum Sie die Vereinbarung nicht vorlegen. Ich teile das Angebot ausdrücklich, im Zweifelsfall in einer nicht öffentlichen Sitzung. Letzte Bemerkung. Unsere Kollegin hat das eben schon einmal ausführlich erklärt. Es gibt derzeit keinen Stellenplan. Sie verkünden, es gebe einen Ausschuss betriebsbedingter Kündigung. Die reale Situation am UKGM, und zwar an beiden Standorten, ist, dass es massive Arbeitsverdichtung und zusätzliche Patientenströme gibt, dass es aber nicht einen Personalaufbau gibt, dass die Frage von Personalaufbau dort, wo er gewollt wurde, beispielsweise in der Fahrbereitschaft, abgewickelt wurde, und dass das an der Stelle ein Angebot ist, das ins Leere läuft. Und wir erwarten von Ihnen als zuständigen Minister, dass, wenn Sie schon die Standards, die Sie hier selber durch Ihren Ministerpräsidenten vor 4 Jahren gesetzt bekommen haben,
dass Sie dann wenigstens hier Transparenz herstellen, was Sie verabredet haben, vor allem, weil wir wissen wollen, was eigentlich passiert, wenn das, was jetzt verabredet wurde, zum wiederholten Male am Ende wieder nicht umgesetzt wird. Und dazu bitten wir Sie jetzt schlicht und einfach um Aufklärung. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Dorn das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Diese Einigung ist eine gute Einigung. Ich kann das. Sie kennen natürlich die wesentlichen Inhalte der Einigung. Und diese wesentlichen Inhalte der Einigung zeigen Ihnen eines ganz deutlich. Ich kann als regionale Abgeordnete hier sagen, die Investitionsmittel, die die ganze Zeit nicht fließen konnten, waren dringend nötig für die Zukunft dieses Standortes, für die Zukunft aller Beschäftigten dort, für die Zukunft aller Patienten dort. War es dringend nötig, dass dieses Uniklinikum zusätzliche Investitionsmittel bekommt? Und warum? Und warum waren denn diese Investitionsmittel die ganze Zeit gesperrt? Warum sind die nicht geflossen? Wir alle hier in diesem Laden, wir alle in diesem Landtag wissen doch, dass es daran lag, dass es ein Problem war, dass dieser Aufsichtsrat Posten, dieser Einfluss über den Aufsichtsrat, dass der blockiert war. Die ganzen vielen Jahre. Und deswegen sind Investitionsmittel nicht geflossen. Und dann haben sich jetzt endlich alle noch einmal zusammengesetzt und haben verhandelt. Genau da, ja, es haben sich alle Verantwortlichen zusammengesetzt und haben verhandelt dazu, wie man die Zukunft aufbauen kann. Und dieses Thema wäre politisch wünschenswert gewesen. Natürlich, wir haben ja auch lange dafür gekämpft. Wie viele Male gab es darüber den Streit über den Einfluss des Aufsichtsrats? Aber am Ende muss man doch entscheiden, was ist gerade wichtiger. Macht man eine Blockade und nichts passiert, oder geht man gemeinsam in die Zukunft verhandeln und holt alles für die Beschäftigten raus, was geht? Und, Frau Wissler, Sie haben gesagt, Sie sind ja völlig eingeknickt, der Minister wäre völlig eingeknickt. Wie kommen Sie denn darauf? Es war so, damals wollten Sie 25 Millionen € pro Jahr ruhen. Und alles, was bisher, also praktisch alles Vorherige, wollten Sie auch noch bekommen. Und was haben wir jetzt erreicht? Wir haben, dass es nur knapp 15 Millionen € sind und dass alle vorherigen Forderungen weg sind. Wir haben hier einen Unterschied von den Forderungen, die früher einmal gestellt worden sind, Frau Kollegin Wissler, zu heute von 130 Millionen €. Und da sagen Sie, wir wären über den Tisch gezogen worden. Das Gegenteil ist der Fall. Das war richtig gut verhandelt, Frau Kollegin. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Vereinbarung für die Beschäftigten. Wir waren da sehr, wir waren da als Fraktion, beide Fraktionen, sehr intensiv im Kontakt. Sehr, sehr intensiv im Kontakt. Frau Dorn, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme sofort zum Schluss. Es sind nicht nur keine Betriebskündigungen, sondern keine Änderungskündigungen. Sie alle wissen, was das bedeutet. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt keine Ausgliederung und es gibt eine Übernahmegarantie, nicht nur der Pflegebeschäftigten, sondern aller Auszubildenden. Das ist ein ganz großes Paket, und es wird ganz vielen Menschen in der Region helfen. Ich bin da sehr froh darüber und bedanke mich herzlich beim Minister. Danke, Frau Dorn. Jetzt hat sich Herr Staatsminister Rhein noch einmal zu Wort gemeldet. Bitte sehr, Herr Rhein. Also, es tut mir schrecklich leid, dass ich die Verhandlungen ein bisschen verzögern muss. Aber ich komme ja gleich vielleicht zu einem guten Ende mit Ihnen gemeinsam. Also, die Vereinbarung ist am 19.05. geschlossen worden. Am 24.05. hat der Wissenschaftsausschuss stattgefunden. Da waren Sie alle da. Keiner von Ihnen hat darüber diskutieren wollen mit mir über das Thema. Keiner von Ihnen hat eine Vereinbarung sehen wollen. Sie haben es gar nicht zur Sprache gebracht, das Thema. So ist es doch. Aber das ist insoweit aus meiner Sicht überhaupt gar kein Thema und überhaupt gar kein Problem, als Sie selbstverständlich Einsicht in diese Vereinbarung bekommen, als Sie natürlich Einsicht in diese Vereinbarung bekommen. Allerdings mache ich einen kleinen Zwischenschritt. Wir müssen das natürlich, da es eine Vereinbarung zwischen zwei Partnern ist, auch mit dem zweiten Partner abklären, ob er einverstanden ist, dass wir entsprechende Daten offenlegen. Ich sehe darin persönlich gar kein Problem. Es ist ein außergewöhnlich positives Vertragswert. Das können Sie sehen. Das können Sie. Die Regierungsfraktionen haben das auch nicht. Nein, die Regierungsfraktionen kennen exakt die Eckpunkte, die Sie auch kennen. Lassen Sie mich einen zweiten Satz sagen. Lassen Sie mich bitte einen Augenblick, Herr Minister.
Herr Minister, ich erteile Ihnen sofort wieder das Wort, aber es ist so unruhig, dass selbst wir hier oben nicht mehr hören können, was der Minister sagt. Ich bitte dringend um mehr Aufmerksamkeit und Ruhe. Lassen Sie mich einen zweiten Satz sagen. Was die 15 Millionen € anbelangt, das ist das, was Frau Beer angemahnt hat, ja, selbstverständlich werden wir im Rahmen des regulären Haushaltsverfahrens über die 15 Millionen € diskutieren. Deswegen stehen Sie ja auch unter Haushaltsvorbehalt. Wir würden hier keine Absprachen treffen mit einem Partner, die nicht unter Haushaltsvorbehalt steht. Also werden Sie natürlich noch Gelegenheit bekommen, darüber zu diskutieren. Ich freue mich auf die weitere Diskussion. Letzter Punkt, den ich noch klarstellen will, Frau Kollegin Wissler. Also, in der Tat ist es so gewesen, wie Sie gesagt haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie damals im Dezember an meiner Seite standen. Es war eines der wenigen Male, wo wir dieses gemeinsame Erlebnis hatten. Nur, da müssen Sie halt eins wissen. Damals standen folgende Forderungen im Raum von UKGM und Rhön. In Gießen 183 Millionen € und in Marburg 160 Millionen €. Und das habe ich natürlich zurückgewiesen als eine völlig unangemessene Art und Weise, sich an das Thema Trennungsrechnung heranzubegeben. Und das ist der Grund gewesen, warum ich mich so verhalten habe. Und ich glaube, Frau Kollegin Dorn hat vollkommen recht. Das, was wir hier errechnet und erreicht haben, das ist die Forderung, die im Raum stand. Aber selbstverständlich kann ich Ihnen alles zeigen. Das, was wir hier erreicht haben, ist ein echter Fortschritt für den Medizinstandort Mittelhessen. Weinen Sie keine Krokodilstränen. Sie bekommen die Vereinbarung, sobald wir mit dem Partner Klarheit darüber geschaffen haben. Selbstverständlich. Keine Frage. Danke, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende dieser Debatte anbelangt. Und ich lasse über den Dringlichen Entschließungsantrag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Regierungsfraktionen. Wer ist dagegen? Das sind SPD und DIE LINKEN. Wer enthält sich? Das ist die FDP-Fraktion. Damit ist dieser Antrag angenommen.